auch so eine Kapelle. Arslan ist mein Geburtsname und ich bin hier in Deutschland geboren und bin aber gebürtige türkisch mit kurdischen Wurzeln auch und meine Eltern sind hier auch als Gastarbeiter gekommen mit ihren Eltern, die waren noch ein bisschen jünger, aber die haben dann auch direkt angefangen halt Nebenjobs zu machen. Mein Vater leider nicht zur Schule, aber meine Mutter ist auch hier zur Schule gegangen. Und ja, ich bin leider das einzige Kind und habe deswegen sehr viel, also hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe halt deswegen sehr viel Zeit gehabt mit mir selber in meinem Zimmer und habe immer gesungen, schon wo ich 7, 8 Jahre alt war. Da habe ich so einen Tonaufnahmekassettenrekorder von meiner Mutter gehabt. Da habe ich dann immer aufgenommen, wenn ich gesungen habe, die Lieder. Und ja, wenn ich zu meinen Cousinen gegangen bin, habe ich denen das immer vorgespielt, dann haben wir immer zusammen auch gesungen. Also es hat schon bei mir ganz, ganz jung, also 6, 7 hat es angefangen. Und ja, damals halt auch viel getanzt und gesungen, halt wie viele Kinder. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, klar geht man dann zur Schule, Arbeit, Familie, man weiß nicht so genau, soll man das machen, ist man da so überhaupt fähig? Und dann habe ich aber riesen Glück gehabt, ich habe die Schule gewechselt irgendwann. Meine Eltern wollten halt immer, dass ich aufs Gymnasium gehe, Abitur, studieren. Ich war aber da nicht so in dem Bereich, sagen wir mal, begnadet und war eher so künstlerisch immer unterwegs. Und deswegen hatte ich dann das große Glück, dass ich irgendwann sitzen geblieben bin und die Lehrer die Schule bemerkt hat, bei ihr, wir können ihn nicht weiterhin zwingen. Und dann bin ich auf eine Gesamtschule gekommen, Gott sei Dank. Und da hat dann der Musiklehrer mich beim Singen gehört und hat dann gesagt, du kommst in unsere Lehrer, in unsere Schülerband. Und da sind halt ein paar Lehrer gewesen, ein paar Schüler. Und da hat es dann angefangen, weil er halt echt voll an mich geglaubt hat, mir gesagt hat, dass man mir gerne Sorge bekommt, wenn ich singe, dass ich das ganz toll mache. Der hat dann mit mir ein paar Lieder aufgenommen. Dann haben wir in der Schule halt Konzerte gespielt. Und da habe ich dann halt gemerkt, wie die Schüler dann auch alle dann zu mir kamen. Und es war so für mich damals unfassbar. So, ne? Ich habe das so gar nicht geglaubt. Aber da habe ich halt dann gemerkt, das ist doch das Richtige für mich. Und ich kann das nicht weitermachen. Dann habe ich halt immer Musik gemacht. Ne? Immer für uns selber im Jugendzentrum, mit Freunden. Also nichts Professionelles. Und dann habe ich irgendwann an einem Casting teilgenommen, was auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Da war ich 18 Jahre alt. Und da bin ich dann 3 Runden weitergekommen, habe dann aber das große Glück gehabt, dass das später im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wo ich gesungen habe. Und da haben sich dann ein paar Produzenten gemeldet, erstmal beim Fernsehen dann. Und das Fernsehen hat mich angerufen. Und also das war Tresor TV. Und die meinten halt, können wir nicht mal das Mädchen kennenlernen? Und dann kamen wir in Kontakt, dann habe ich das halt ein bisschen professioneller gemacht, halt so Studioaufnahmen, das kannte ich ja alles nicht. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Und das habe ich 2, 3 Jahre so gemacht, das wurde dann halt nicht so erfolgreich. Dann habe ich das irgendwann, haben wir damit aufgehört, weil die wollten halt natürlich, ne, kommerziell Geld verdienen, war eine andere Richtung. Und dann habe ich halt wieder, meine Eltern hatten ein Friseurgeschäft, 30 Jahre lang, und ja, die waren ein bisschen erschöpft. Dann habe ich mich da reingeklinkt. Ich habe die Musik halt wieder nur nebenbei gemacht und habe im Friseurgeschäft mitgearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht, meinen Meister gemacht. Und da war das dann halt so, dass ich aber allen Bräuten immer was vorgesungen habe.
dass auch viele Kunden immer reinkamen und gesagt haben, ah, das ist das Mädchen, die singt, kannst du bitte was vorsingen? Und ja, manchmal haben die Bräute geweint, wenn ich traurige Lieder gesungen habe, aber wollten die immer, sing das und ja, manchmal habe ich auch natürlich fröhliche Lieder gesungen und es war immer eine tolle Stimmung. Ich habe immer gemerkt, dass ich so glücklich bin, wenn dann dieser Moment kommt, wo ich singen sollte. Und deswegen habe ich dann in meinem Leben versucht, immer mehr mit Musik mich zu beschäftigen. Und das ist dann aber nicht so leicht, ne? Dass man dann halt damit Geld verdient. Deswegen kommt man dann so aus dem Job dann nicht raus, macht das noch. Aber wenn man den Job weitermacht, kann man halt die Kunst nicht so die Zeit investieren. Mhm. Und da habe ich Gott sei Dank deswegen tolle Bücher gelesen, weil ich in so eine Selbstfindungsphase kam. Mhm. Ich habe eine Trennung gehabt, ich war halt verheiratet, habe mich dann von meinem Ex-Mann getrennt. Mit meiner 2-jährigen Tochter damals war ich dann alleine. Und da hatte ich dann halt diesen Break in meinem Leben und habe dann halt angefangen zu meditieren und sehr tolle Selbstfindungsbücher zu lesen. Und da wurde dann halt sehr viel, also in allen Büchern stand irgendwie immer, guck, dass du deine Gabe, wofür du geboren bist. Jeder Mensch hat etwas, ne, was er machen soll. Und dann habe ich echt gedacht, so, weil in vielen stand halt dann der Tipp halt, guck, was du, wo du am glücklichsten bist, das ist deine Gabe und was du halt am besten machst, wo du halt am meisten Freude empfindest. Und da habe ich gemerkt, dass bei mir die Musik. Und dann habe ich in einem Café mit 2-3 Jugendlichen was geübt, 2-3 Lieder. Und das war dann so mein erster großer Auftritt seit Jahren, weil ich ja jetzt wirklich da lange dann aus der Musik raus war. Und das kam richtig gut an. Wir waren sehr zufrieden, das Publikum war zufrieden. Und da habe ich gemerkt, ich gehe auf, ich bin super glücklich. Und da kam dann einer der größten Geschenke meines Lebens nach meiner Tochter und natürlich meinen Eltern. Da habe ich dann Mustafa Zekedorf kennengelernt. Nach diesem Auftritt kam er zu mir und meinte, schöne Stimme hast du, ich bin Mustafa Zekedorf, ich mache auch Musik, ich bin Musiker. Und dann haben wir uns unterhalten, dann haben wir gesagt, wir treffen uns mal. Und dann haben wir uns getroffen und also ich bin dankbar, seitdem machen wir auch wirklich immer noch zusammen Musik. Das ist schon 6-7 Jahre her, vielleicht auch schon 8, ich weiß es nicht genau. Wann war deine erste Begegnung mit Roma-Musik? Durch Mustafa halt sehr viel mehr, aber Roma-Musik habe ich auch in der Türkei gehört und auch hier Musik habe ich immer in Verbindung gehabt. Und das zieht dann immer so an. Ne? Ich bin dann immer da und da gewesen und konnte mich dann auch nicht trennen, zum Beispiel, wenn ich die Musizieren gehört habe. Und durch Mustafa bin ich näher an das alles dran gekommen, ne? Weil sonst war es für mich nur so, wie ein Fan war ich, ne? Davon, von Roma-Musik und von der ganzen Kultur eigentlich. Weil das so eine Lebendigkeit, die wir eigentlich alle leben wollen, aber hier in diesem System verloren haben. Ne? Also wenn du jetzt in 3 Worte eine kurze Fassung machen darfst, kannst, mit 3 Punkten. Die Musik ist für mich? Boah, Musik ist für mich alles, Leben. Also Musik ist Lebendigkeit, ist Freiheit. Und was ich dazu sagen muss, ist halt, Musik ist, ich sag jetzt das, für mich ist das nämlich so, wer nicht an Gott glaubt, glaubt an das Universum, aber für mich ist Musik Gott. Weil wenn ich Musik mache, deswegen ist es halt Liebe, die nicht an Gott glauben, die glauben an die Liebe. Und das ist für mich Gott, ist Liebe, ist das Ganze im Leben. Und weil wenn wir singen, zum Beispiel wenn ich singe, sagen andere, ich habe eine Gänsehaut bekommen, dann bin ich glücklich. Weil diese Gänsehaut, was ist das? Ne? Ich sage immer, das ist dann, wenn die Liebe durch einen fließt. Und auch wenn ich anderen zuschaue, während die tanzen oder singen, so Kunst sehe, vor allen Dingen, wenn gesungen und getanzt wird, dann kriege ich auch eine Gänsehaut immer. Und wenn ich diese Gänsehaut
kriege, sage ich immer Danke. Ja. Weil da geht die Liebe auch durch mich durch und das macht mich halt glücklich. Und dann merke ich bin hier, dann fühle ich ja meinen ganzen Körper. Und wir fühlen uns selber ja so selten, ne? Dass wir da sind. Wir sind immer in Gedanken, immer am Tun, im Machen und Stress. Und ist ja auch ein ganz anderes System, wo wir hier leben. Es geht ja leider nicht so, frei sind wir ja nicht. Und deswegen ist es, je mehr wir halt die Musik und uns selber spüren und lebendig sind, sind wir halt glücklicher. Das heißt, man sagt, Musik ist befreien, Musik verbindet. Verbindet, ist Liebe. Ist dir diese Rolle, wenn du auf die Bühne singst, deine Rolle bewusst? Mir ist das nicht so alles bewusst. Mir ist nur eins bewusst, immer bevor ich auf die Bühne gehe. Ich bin immer leider sehr nervös am Anfang. Das kommt dann nach 20 Minuten, ist es dann endlich ein bisschen runter. Aber diese Nervosität ist immer für mich, weil mir das Allerwichtigste ist, dass ich den Menschen Gänsehaut bringe. Dass ich den Menschen einfach einen schönen Abend, wenn ich zum Beispiel 3-4 Stunden Auftritt habe, dann denke ich immer vorher, bitte lass mich den Menschen einfach das geben, dass die ihre Sorgen vergessen, dass die Gefühle hochkommen, was die unterdrückt haben, weil das kommt durch Musik viel. Dass die, wenn wir schnelle Lieder spielen, fröhlich und tanzen und einfach mal alles loslassen. Und wenn ich das sehe, das passiert ja auch sehr oft, wenn wir dann schnellere Lieder spielen, wenn alle tanzen, diese Befreiung, was die Leute dann haben, das tut mir auch Kraft. Gut. Ja. Die Musik, genau, Musik es heilt. Und ich sage auch immer, möge ich heilen, ne? Vor den Auftritten, möge ich den Menschen gut tun. Und das ist mein größter Wunsch, meine größte Aufgabe, so sehe ich das. Ja. Kesin astım gül dalı.